Moin Leute, willkommen in Jappos Garage. Mein Load 60 mal wieder. Ja, heute habe ich vor, ich möchte meine Blinkanlage, dieses kontroverse Thema Blinkanlage, die ja total verboten ist, die will ich jetzt noch verbotener machen, weil ich sie jetzt noch weiter ausbaue. Und Thema dazu, ich habe da ja, habe ich mal in meinem Update-Video ja erwähnt, oh, es ist so warm hier, glaubt es gar nicht, dass mir da vorgeworfen wurde, dass ich illegale Komponenten anbaue. Und gerade bei dieser schnellen Version, diese bis 45 Kilometer Version, da gibt es überhaupt gar keine klare Richtlinie dafür. Ne? Abgesehen davon verstehe ich immer noch nicht, warum ausgerechnet bei Fahrrädern, die ja nicht so breit sind, sprich einspurig sind, eine Blinkanlage angeblich nicht erlaubt sein soll. Aber bei Motorrädern, die schmal sind, oder auch bei meinem Elektroshopper, der schmal ist, da ist das vorgeschrieben. Also kompletter Wahnsinn. Ich finde, diese Blinkanlage ist auf jeden Fall ein Sicherheitsplus, weil die Kiste auf jeden Fall stabiler handelbar macht, wenn man abbiegt. Und deswegen arbeite ich da weiter an dem Ding. So, das nur kurz zur Einführung. So, was will ich machen? Ich habe in meinem Update erzählt, ich habe mir so ein paar LKW-Blinker geholt. Ich habe halt einfach festgestellt, die Blinker hier, so schön die auch sein mögen, von der Seite sieht man nicht, dass ich blinke. Also habe ich mir überlegt, ich werde einen Blinker hier an die Seite machen. Und da ich ja keine Blinkanzeige habe, habe ich mir überlegt, ich werde dann noch zwei Blinker jeweils, da bin ich mir noch nicht genau sicher wo, höchstwahrscheinlich links und rechts neben den Akku. Nummer eins, ich sehe, wenn ich vergesse, den Blinker auszuschalten, habe ich jetzt, also das passiert mir nicht selten, dass ich das vergesse. Und ich habe noch eine zusätzliche Blinkanzeige für nach hinten. Und das ist jetzt der Auftrag. Ich werde gleich erstmal alles hier abschrauben, Deckel abschrauben, alles wegmachen. Wenn ich dann aus der Nähe irgendwas erklären will, nehme ich die Handkamera. Und dann machen wir das Ding jetzt noch ein bisschen illegaler, ne? Sag ich jetzt mal einfach so. Also, ich sehe bei dem Ding überhaupt kein Problem. Und mit allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, auch Vertreter von Behörden oder sowas, die haben gesagt, na klar, das ist jetzt, da könnte man rechtlich drüber streiten, aber es ist eine sinnvolle Editierung. Und deswegen mache ich das jetzt weiter. So, wir machen jetzt ein bisschen Zeitraffer, weil den ganzen Aufbau und das noch ausräumen und so ein Kram, das muss nicht auf... Muss nie auf langsam sein und vor allem kann ich zwischendurch Musik hören, ohne dass ich mit Urheberrechte Probleme kriege. Also, auf geht's! So, jetzt hier mal aus der Freehand Cam. Bisschen Kabel, Farben eigentlich egal. Ich habe jetzt Gelb und irgendwas Schwarzes genommen. Das scheint wohl jetzt im Kfz-Bereich irgendwie gang und gäbe zu sein, dass Gelb Plus und Schwarz Minus ist. Ein bisschen Spiralschlauch, weil ich die Kabel ein bisschen verlängern muss. So, jetzt gehen wir mal nochmal so an die Hinterseite. So, und ich habe mir gedacht, hier kommt ein Blinker hin. Den kann ich von oben noch ganz gut sehen und der strahlt vielleicht nach hinten ein bisschen weg. Natürlich auf die andere Seite genauso. Und ich muss dann natürlich... Hier die beiden Punkte, da löte ich die Kabel an. Einmal rumgezogen, einmal runtergezogen. Na, und nochmal runtergezogen. Schauen wir mal, wie das hier so, wie wir die am besten verstecken können, die Kabel. Jetzt werden erstmal die Blinker montiert, dass die Kabel alle reingucken und dann machen wir uns Gedanken über den Weg. Letzten Endes werden die nur parallel geschaltet zu den beiden vorderen Blinkern und dann passt das alles. So, keine große Nummer, der geht nach hinten und ich habe mich entschieden, den haue ich direkt um die Ecke rum, weil ich dann die Kabel von den Blinkern direkt verbinden kann und schon mal ein bisschen Kabelweg. Jo, machen wir den jetzt auch noch dran und dann die andere Seite.
zwei Löcher gebohrt. Die Schrauben sind auch ziemlich okay. Die kann ich dann später ein bisschen absägen, abschleifen, abkneifen. Genau, die kneife ich vorher ab und dann gehen sie nicht so weit durch. Hier mit dem Blick der fertigen Hardware-Installation ist es auch keine große Handwerkskunst, ein paar Löcher zu bohren und ein paar Schrauben reinzudrehen. So, die Schrauben habe ich jetzt alle abgeknipst, damit sie nicht mehr reingucken, rausgucken. Jetzt werden die Kabel hier schön verbunden und dann wird von hier rumgelegt an den linken Blinker, beziehungsweise an den rechten und von da an den linken. Und dann ist sie fertig, die Luzi. Und wie immer mache ich natürlich erstmal hier wilde Verdrahtung. Ne? Minuspol können wir an einem Kabel durchziehen und die Pluspole gehen dann zu den jeweiligen Blinkern. Dann machen wir jetzt mal einen Test hier. So, nach rechts. Vorne rechts ist am Blinken. Rechts an der Seite ist Blinken. Da blinkt es auch. Und hier auch. Und das Ganze jetzt mit links. Fangen wir von hinten an. Ups, bleiben wir mit dem Mikro hängen. Blinky. Also die Leuchtkraft von den Blinkern, die hätte ruhig ein bisschen stärker sein können. Oh, das hat einer keinen Kontakt. Ah, der Pluspol ist los. Augenblick. So, weiter geht's. Also blinkt hier auch alles schön. Und natürlich blinkt das vorne auch weiter. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch schick machen. Ach, ein Feature habe ich ja noch vergessen. Die Warmlink-Anlage. Lass mal gucken, ob die funktioniert. Auch die Warmlink-Anlage funktioniert problemlos. So. Also soll mir noch mal einer sagen, das ist ein unerlaubtes Feature, weil das bringt nichts. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Mal ehrlich. Das ist grandios. So, alle verlötet. Die Masse ziehen wir durch. Hier kommt jetzt noch hier mein Vulkanisierungsband drüber. Und dann wird es weitergezogen. Ich mache jetzt hier keinen Lötkurs. Da gibt es genug andere Videos drüber. Und wer das nicht kann, ja, sorry, der ist selber schuld. So, er ist vollbracht. War zwar eine Mordsfummelei, den Spiralschlauch drum zu wickeln, aber ich glaube, das ist ein Aufwand wert. Jetzt kommen noch ein paar Kabelbinder dran und dann ist die Luzi fertig. So, fertig. Fertig, fertig, fertig. Fertig, puppettig. Wieder ein anderer illegaler Umbau von Yadbo an seinem Load 60 ausgeführt. Nochmal letzten Test hier. Ja, komm, geh an. Ach, keine Batterien drin. Ja, dann kann es ja auch nicht funktionieren. Schön dämlich. Schön dämlich. So, jetzt aber. So, da haben wir die Blinkkontrollleuchten und noch Seitenblinker. Jetzt so ohne Sonne sind die doch sind okay. Passt. Ist doch schön. Ich weiß gar nicht, wo die Leute damit ein Problem haben. Ja, fertig. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch ein paar Sachen im Petto für das Bike. Reingehauen.